Die Aagaard University hat einen wissenschaftlichen Beirat berufen. Dieser besteht aus 6 externen Hochschullehrern und soll die Hochschule bei der Entwicklung neuer Studiengänge sowie Forschungsschwerpunkte und auch beim Aufbau wissenschaftlicher Kooperationen beraten. Die Beschlüsse dieses Gremiums stellen Empfehlungen an die Hochschulleitung sowie an die Geschäftsführung der Trägergesellschaft dar. Am 12. Februar 2016 fand die konstituierende Sitzung statt. Darin wurde auch bereits inhaltlich gearbeitet. So ging es um die Weiterentwicklung des Aagaard-Studienmodells, insbesondere was die Studierendenbetreuung angeht. Und es ging um die institutionalisierte Forschung, hier speziell um die Didaktik. Hier plant die Aagaard die Einrichtung eines eigenen Forschungsinstituts. Auf diesem Bild sind die Teilnehmer der ersten Sitzung zu sehen. Von links nach rechts sind das hier Professor Müller-Christ, Professor Bügner, der Rektor der Aagaard, Professor Wrede, Professor Markgraf, Professor Mühlemeier, Professor Müller-Hedrich, Professor Froberg sowie Professor Huber. Professor Huber wird Vorsitzender des neuen Gremiums sein. Und seitens der Aagaard wird Professor Froberg an diesem Gremium teilnehmen. Professor Bügner hat als Rektor der Aagaard teilgenommen und Professor Markgraf als weiterer Professor der Aagaard. Nicht auf diesem Foto zu sehen ist Professor Golber, der ebenfalls als Sechster mit zu diesem neuen Gremium gehört.